Oh, und wenn ihr hört, dass mich jemand Kackdaumen nennt, das ist nur ein lustiger Spitzname und nicht etwas, das wirklich passiert ist. Hallo, Kackdaumen! War nichts weiter als süßer brauner Senf von meinem Sandwich. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Okay, wir müssen nicht neu verhandeln, was vier von uns gesehen haben. Sorry, aber ich würde es tun. Was tun? Und mit wem? Egal was, mit jedem. Ist mir sowas von Furz egal. Googlest du immer noch deine alte Familie? Ja, die haben mich wohl vermisst gemeldet, bevor Peter mich gefunden hat. Ich halte es für wichtig, herauszufinden, wie diese Menschen sind, so wie es ein Anthropologe auch tun würde. In dem Suchfeld steht Hendersons Vermögen, Fragezeichen. Ich gehe mal zurück. Da steht Hendersons Füße, Hendersons Tochter. Hendersons Tochter, Alter, Igitt. In meiner Golftasche ist eine Spinne, du musst sie für mich umbringen. Ich habe deinen Vibrator gefunden und dann habe ich mein Ding mal dran gehalten. Ich dachte, die sollten sich kennenlernen. Haha! Roadhouse-Anspielung! Roadhouse-Anspielung! Ich hab Roadhouse nie gesehen. Da geht's ums Treten. In dem Haus ist eine Wohnung frei, wenn ihr Interesse habt. Ist da ein besseres Klo drin als bei euch? Es ist ein bisschen peinlich, aber die Toilette dort hat die Form von einem hungrigen Happy Hippo. Lois, bitte, ich bin gerade mitten in meinem Wortsuchrätsel. Also, wo waren die zwei Ps für Moppel? Duck dich! Oh! Dad, was soll denn dieser Scheiß? Ich bin jetzt auf dem College. Zeit für meine Lieblingsphase bei jedem Auftrag. Den Abriss. Ist Lois sicher damit einverstanden? Ja, wir sind bei 5 Haustüren, das ist sinnvoll. Gut, auf 5 geht's los. 1, 2, 3, 4, 5! Was zur Hölle machst du da, Peter? 5 Haustüren, Lois. Verdammt, nimmst du deine Zwangsstörungstabletten nicht mehr? Mit denen fühle ich mich nicht mehr kreativ. Zu meinem ersten Geburtstag holte mir meine Mutter einen runter. Eine Tennisschläger vom Regal. Ich freue mich so, dass du Jerry kennenlernst. Er schneidet seit Jahrzehnten meine Haare. Ich gehöre zur Familie. Und wie geht es Ihnen? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich soll um 12 bei Jerry sein. Oh, nun, ich bedauere diese Mitteilung sehr, Mr. Griffin, aber Ihr Friseur Jerry ist leider verstorben. Was? Wann? Erst kürzlich. Jerry! Oh, das war jemand anderes. Aber ich versichere Ihnen, wir haben ein wunderbares Team von Lesben, die nur schwarz tragen, aus denen Sie auswählen können. Nein, ich will Jerry! Komm schon, Peter, ist doch nur ein Haarschnitt. Komm, jetzt steh auf. Du blamierst mich hier. Ich mag aber nicht. Ich hasse dich. Wir dachten, wir sehen dich nie wieder. Wir haben sogar ein Grab für dich geschaufelt. Willst du sehen? Willst du dein Grab sehen? Nein, danke. Gut, wir mussten es verlegen, um das Trampolin aufzustellen. Dad hat gesagt, ich soll hier schlafen. Tut mir leid, Lois, mir fehlt Brian, wie er da immer so am Fußende liegt. Also habe ich Chris gefragt. Peter, wir hatten vor 20 Minuten hier Sex. Eigentlich hattet ihr den vor 17 Minuten. Aber ihr seid nicht fertig geworden, also läuft's technisch gesehen noch. Ich war sehr voll. Das müsst ihr wissen. Im Gefrierfach ist eine Menge zu essen, während wir weg sind. Im oberen Fach steht das Doch, ganze ich Gemüse. Hörte nur. Nicht Pizza, nicht Pizza, nicht Pizza. Wir werden euch bloßstellen als die alten Säcke, die ihr seid. Ach, ihr werdet uns bloßstellen? Hast du gehört, Peter? Mir egal, solange ihr keine Nuggets aus meinem Claim stehlt. Das Problem mit Schwarz ist, dass man darauf die Schuppen sieht. Aber wenn ich was Helles trage, dann... Sieht man die Schuppen nicht, aber du siehst fetter aus. Das nennt man das Guillermo-Paradox. Wie war das? Guillermo del Toro hat festgestellt, dass das Shirt eines Dicken nie gleichzeitig schlank und sauber aussehen kann. Hey, Meg, ich bin jetzt ein Hippie und ich bin total aufgekratzt. Du bist gut drauf? Nein, keine meiner Hippie-Freundinnen duscht und es juckt mich im Schritt. Hey, das ist mein Haus. Ich werde vor und wieder zurückspringen, um zu zeigen, wie ernst ich es meine. Oh, hi. Hätte ich gewusst, dass mein Schoß Besuch bekommt, hätte ich meine Golfunterwäsche gewechselt. Du spielst Golf? Hast du heute schon eingelocht? Ich wollte an der Boxbirne trainieren, aber mein Gym war so arm, dass sie keine hatten. Also konnte ich nur die Geräusche machen. Daggede, 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 harter Schlag! Ich hab mir nur überlegt, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mit der richtigen Familie hätte aufwachsen dürfen. Ja, Bri, das überlege ich mir manchmal auch. Oh, hey. Hey, selber. Bist du hart am Schuften oder hart am Abhängen? Komm doch rauf und finde es raus. Ah, Katzenbo! Was soll ich tun? Wo gucke ich hin? Was soll ich tun? Oh, Gott sei Dank.
Ich hätte beinahe direkt reingeguckt. Ah, ich hab direkt reingeguckt! Es sieht wie das Bullseye von einem ausgefransten Dartboard aus. Warum hat Michael Jackson nur auf sowas gestanden? Peter, ich muss dich verhaften. Du bist bei einem Mann ins Haus eingedrungen und hast ihm und seiner Frau gegen den Kopf getreten. Aber das war doch aus einem Film. Das macht keinen Unterschied in den Augen des Gesetzes. Aber ich habe den Namen des Films gesagt. Ich würde mir eine andere Verteidigungsstrategie überlegen. Ja, ich werde so riskieren. Haben die Geschworenen ein Urteil gefällt? Haben wir. Nicht schuldig. Mein Peter gehört zu mir, ist das klar? Ja! Ich hatte Glück bei der Geschworenenwahl. Ich dachte, ihr macht keine Schläfchen. Und jetzt pennt ihr alle auf dem Boden vom Pool? Oh mein Gott! Au, die sind wirklich weg? Du weißt, was das bedeutet? Wir können Brian endlich einsperren. Er hat uns ausgetrickst. Und wir warten immer noch auf die Lasagne. Chris, das war der Trick. Oh, er hat uns ausgetrickst. Wir beide sollten versuchen, unsere eigene Comedy-Routine zu entwickeln. Wahrscheinlich. Oh, hey, kriege ich etwas Kuchen mit Schlagsahne? Was hast du gesagt? Kuchen ohne Schlagsahne schmeckt nicht. So soll man das aber nicht sagen. Du hast das komisch gesagt. Warte, Kumpel. Das war nur ein Witz. Es stimmt einer auf meine Kosten. Ich weiß es. Nein, das war doch nur Spaß. Das war meine Nummer, Mann. Oh, du magst Nummern? Ich zeig dir meine Nummer. Hast du Bock auf Stewie-Karussell? Ah, hör auf damit! Dr. Nasser? Stell dich nicht an, bitte. Oh, wegen Missbrauchs? Warum trägst du diesen Hut? Du siehst aus, als willst du auf ein Moped in Thailand steigen. Gott, wie kann das nur gleichzeitig nass und trocken aussehen? Die Kloster sind auch eine Fata Morgana. Danke fürs Warten. Ich musste wirklich dringend pinkeln. Doktor, ich... Au! Dad, was soll der Scheiß? Ich und die Erdnussbutter gehen rauf. Wir sehen uns in 7 Minuten. Mit Stückchen ist eine komische Wahl, oder? Yep. Soll ich Hawaii 5-0 pausieren? Guck's einfach, aber lösch es nicht. Ich bitte euch, Leute, es sind bloß Haare. Ich bin immer noch der alte Peter, es wird sich nichts verändern. Oh, bin spät dran. Die Haare wissen noch nicht, dass er keine Aktentasche für den Job braucht. Oh, und da hast du ein paar von meinen Lieblingsbüchern. 1984, gruselig. Könnte so passieren. Was davon? Oh, einfach alles. Du weißt schon, das Jahr. Wir tun alles, egal was es ist. Gut. Ihnen ist doch klar, wie das jetzt abläuft. Wir haben verstanden. Das heißt wohl, wir sehen uns im Auto, Lois. Er meinte nicht, du musst mit ihm schlafen. Wäre eine Möglichkeit. Jedes Mal, wenn er reinkommt, läuft das Gitarrenintro von Aqua lang. Ich bin mal weg. Hab die Schlüssel vergessen. Waren die falschen. Ich hab das Gefühl, dass ich vielleicht zu schwer für das Ding bin. Das ist für alle Typen ausgelegt. Das passt schon. Ah, Hilfe! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer, Mr. Quagmire! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer, Glenn! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer! Ich bin Glenn. Ich weiß, dass du Schläger zerbrichst und Babys anschreist. Wenn du nachher Zeit hast, dann könnten wir zu mir gehen und versuchen, ein paar Bälle in deine Dose zu stopfen. Bist du vom OAQ? Was soll der Mist? Ich bin's, Brian. Das Ordnungsamt Cohort will mich von hier vertreiben. Was ist das hier? Ich brenne hier meinen Schnaps, ohne dass die Regierung sich einmischt. Da, nimm einen Schluck. Was ist da drin? Keine Ahnung. Wäre ganz gut, wenn die Regierung sich einmischen würde. Ah, ist gar nicht so schlecht. Das sind die Bullen. Hau ab! Keine Sorge, zu Fuß komme ich nicht weit. Ich vermisse unsere gestohlene Sohn in Amerika. Ob er neben noch was holländisch ist? Sein Käsefüße. Familie Mann. Wir glauben, holländisches Fernsehen ist vielleicht gar nicht so gut. Peter, ruf einen Krankenwagen! Mach du das, der Notruf hat meine Nummer blockiert.
Notrufzentrale, was ist Ihr Notruf? Kann ich Ihnen diese E-Mail vorlesen und Sie sagen mir, ob sie zu unhöflich ist? Sir, diese Leitung ist für Notrufe reserviert. Es geht darum, dass ich aus dem Rumba-Rasselkurs geflogen bin. Sir, ich kann nicht... Liebe Gitarrenschule, ich habe diverse Gitarrenpicks gekauft, um bei Ihnen das Klo zu benutzen und damit gab es nie ein Problem. Bis heute. Ich entscheide in dieser Familie nichts mehr, seit ihr mich durch den Roomba ersetzt habt. Wohnzimmer abgeschlossen. Dankeschön, Roomba. Du wirst nie ihre Mutter sein. Und ich war der Einzige, der sich in der Umkleide nicht auszog. Ich habe kein Problem damit, nackt zu sein. Ich muss mich nur gerade nicht umziehen. Was gibt's denn noch zu essen? Ich will nicht sagen, es ist nichts mehr da, aber mit allem, was im Kühlschrank ist, habe ich schon Liebe gemacht. Mann, das Tapioca-Püree mit den Löchern drin ist köstlich. Chris hatte Sex damit. Bleib locker, ich hab nicht fertig gemacht. Oh. Und wenn du glaubst, wir gucken dir traurig nach, wenn du abwanderst, dann hast du dich geschnitten. Und jetzt verpiss dich schon. Dui, gab's da auch eine Männerabteilung in dem Plattenladen? Schnauze! Verdammt, das ganze Personal trägt normale Klamotten. Man kann also niemanden um Hilfe bitten. Was zur Hölle ist AirDrop? Ist das WLAN? Ich glaube, so sagen Mediziner zu Furz. Tippt man da drauf, wenn man im Flugzeug ist? Ich schalte es nie ab im Flugzeug. Wie fragt man Siri sowas? Ich glaube, du meinst Sellerie. Hey, Sellerie! Das heißt sicher Siri. Mein Fehler. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Applaus, meine Highschool-Freundin und ich schreiben uns immer noch, ich liebe dich in E-Mails. Ich hatte gehofft, die Neuigkeiten und das Klatschen übertönen dieses Geheimnis. Das Wochenende am Meer mit Rektor Shepard war dann wohl Zeitverschwendung. Ich hab gesagt, ich würde nicht klammern, aber wann darf ich dich wiedersehen? Ich war Geldeintreiber für die Mafia. Wir arbeiteten per Flashmob. Du schuldest uns zwei Riesen. Ich will nicht nochmal fragen. Zahl besser, sonst vermöbeln wir dich. Ich sagte, wir vermöbeln dich. Aber das Gute ist, ich hab hier ein Empfehlungsschreiben für dich. Es ist von Kermit und ich hab's geschrieben. Als ich zum ersten Mal... Lies es als Kermit, bitte. Als ich zum ersten Mal Peter begegnete, war ich überrascht, wie attraktiv und groß er ist. Das sind die Worte von Kermit? Überleg doch mal, wie viele Promis der kennt. Ryan Reynolds war in der Sesamstraße. Wow! Jetzt, da kein Hund im Haus ist, können wir endlich eklige Sachen in den offenen Badezimmermülleimer werfen. Ich habe ein blutiges Kleenex vom zu fest Naseputzen. Und rein damit. Was ist mit blutigem Klopapier vom zu fest Abwischen? Alles Blutige von allem, was zu fest war, gehört da rein. Ich bin nicht stolz auf diese Familie. Hör zu, Brian. Ich weiß, wir sind nicht so intelligent, etiläer oder intolerant wie die. Aber du bist immer noch unsere Katze. Und du bist herzhaft willkommen. Oh, Peter, wir müssen gehen. Jetzt?